Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Und was wollte ich gesagt haben? Wir haben noch einiges zu tun. Und schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Wir müssen immer noch rausfinden, wie wir an das Steuermodul kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die habe ich sowieso nicht, aber ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen mich umschauen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, wo wir noch nicht waren. Hier vielleicht zum Beispiel. Weil es könnte natürlich gut sein, dass ich irgendwo was übersehen habe, was natürlich ärgerlich wäre. Ich habe jetzt während den Folgenpausen, den zwei, habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen aufgeräumt, die Festplatte. Das heißt, ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr aufnehmen, was sehr schön ist. I don't know where they're from, but their combustion system would be perfect for a miniature accelerator. Aha, warte mal. Kann ich skinnen? Was ist denn das? Ein Strahlenbeschleuniger. Eins von zwei. Ja, das ist ja ganz toll. Hier waren wir also noch nicht gewesen. Nehmen natürlich die Ressourcen alle mit. Was wir haben, haben wir. Hier. So. Ein Strahlenbeschleuniger. Na, guck mal einen an. Wir waren also noch nicht überall gewesen. Das war mir ja schon irgendwie klar. Also sollten wir uns noch ein bisschen weiter umsehen. Waren wir bei dem Eis hier schon überall gewesen? Ich hätte mir vielleicht ein paar Sauerstoffkerzen bauen sollen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir genug Schutz haben gegen Eis. Gegen diese Eisstrahlung und so, tralala. Wo ist das letzte Steuerrad? Gefriergefahr, oh. Nicht gut. Hier waren wir, glaube ich, schon. Puh. Hier wärmen wir uns auf. Irgendwo hier so kann man sich aufwärmen. Hier, glaube ich. Ja, Gefriergefahr. Hier scheint aber auch, glaube ich, nichts Interessantes noch zu sein. Ich glaube, hier waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja, warte mal eben. Hier drin scheint es aber auch nicht warm zu sein, ne? Und hier kriegen wir auch keinen Sauerstoff. Das ist nicht gut. Deswegen mal schnell wieder aufsitzen und direkt wieder los. Also schnell raus hier, bevor wir erfrieren. Wir haben ja auch ein bisschen Hunger und Durst. Tja. Jetzt die Frage aller Fragen, wo finden wir das Steuerrad? Wir müssen auf jeden Fall uns noch ein bisschen umschauen. Ich meine, am Anfang haben wir alles gefunden, glaube ich, soweit. Also zumindest so im Anfangsgebiet. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas übersehen haben. Kann mich natürlich auch irren. Ich würde jetzt erstmal nochmal hier zur Heimatbasis fliegen. Haben wir bei dem Schiff da vorne eigentlich das Steuerrad irgendwie gescannt? Kann man das scannen? Weiß ich gar nicht. So, wir haben ein paar Ressourcen. Hier ist alles voll, toll. Vielleicht sollten wir nochmal einen Koffer bauen. Zumindest einen. Warte mal, wo waren denn jetzt die Batterien und den ganzen Kram? War das hier? Nee. Hatte ich gerade offen. Wo ist das? Hier? Hier. Batterien, Lampen und so. Veredeltes Metall. Hatten wir nicht noch irgendwo... Ne, ich glaube, die haben wir, glaube ich, alle verbraucht. Ne? Wir brauchen viermal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wären 3. 1, 2, 3, 4. So. Dann würde ich vielleicht vorsichtshalber einfach noch so einen Koffer bauen. Um die Ressourcen so ein bisschen auch loszuwerden. Obwohl, hier können wir auch reinpacken. Komm. Drauf geschissen. Ja gut, kriegen wir natürlich nicht alles rein, ist klar.
So, warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Müsste passen, theoretischerweise. Kabel haben wir auch noch. Stoff und Schnaps. Stoff und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem. Dann komme ich vorbei. Ich komme nicht allein, denn ich habe Stoff und Schnaps. Ich habe Stoff, ich habe Schnaps. Oh, dieses Lied, ne? So, dann lass mal gucken. Veredeltes Metall, da. Machen wir nochmal ein Köfferchen. Dann haben wir auf Reserve nochmal einen Koffer dabei. Und so. Und dann haben wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite nochmal einen Koffer für, na sag mal schnell, für Ressourcen, die wir zwischendurch sammeln. Ich muss jetzt gleich eben was trinken. So, die 4. So, ich dreh das mal. So, bestätigen. Jawohl. So, packen wir hier nochmal so ein paar Utensilien rein. Trinken tue ich gleich. Und essen natürlich auch jetzt gleich. Wenn ich... So, zweimal Wasser, ein Schnitzel. So. Und, genau, dann haben wir quasi... Jetzt bin ich gerade mal liegen. Weil irgendwie müssen wir ja das Steuerrad finden. Das muss ja irgendwie möglich sein. Oder müssen wir das bauen? Nee, ne? Also, wahrscheinlich müssen wir das bauen, aber wahrscheinlich haben wir hier... Haben wir das schon irgendwo hier drin? Nee, doch da. Unbekannt. 3 von 4. Das heißt, wir müssen das noch einmal finden. Die Frage ist nur, wo? Das ist halt die Frage aller Fragen. Was habe ich gesagt? Wo wollte ich jetzt gucken? Hier bei unserem Schiff, ne? Bei diesen Schiffsdingern hier. Hier sind doch bestimmt auch immer Steuerdinger drin, oder? Ah, hier haben wir, glaube ich, schon gescannt, ne? Ja, das haben wir schon gescannt. Okay, wir müssen also solche Schiffe finden. Dort sind solche Steuerräder drin, die wir dann scannen können. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich da bei unserem Startgebiet alles abgeschossen? Das heißt, wir müssen jetzt leider Gottes Namen einmal zurück und nachgucken. Hier ist ein Steuerrad gewesen. Ja, das schwebt in der Luft. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, auch gescannt gehabt. Hier ist auch ein Schiff. Aber hier ist leider kein Steuerrad mehr drin. Ich glaube hier auch nicht. Nee, sieht nicht so aus. Wir müssen so ein bisschen natürlich auch auf den Sauerstoff achten, weil ich jetzt keine Kerze mit habe. Ach, ist das schön, wieder in die alte Heimat so ein bisschen zurück. Komm, wir gucken mal. Ja, ja, ja. Alles gut. Die Friergefahr. Hier waren auch sonst, glaube ich, keine anderen Schiffe mehr so groß, ne, oder? Oder habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Weiß nicht, ob wir da oben schon waren. Hier ist zwar auch ein Schiff, aber das ist ja auch schon zerstört. So ein bisschen aufwärmen. Okay. Da mal gleich gucken. Ich tank mal eben Sauerstoff ein bisschen. So. Gut, dann haben wir das auch. Aber hier drin ist auch nichts, ne? Nee, auch leer. So leer wie mein Kopf. Da oben glaube ich nicht, dass da was ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich will es auch nicht zu weit wegfliegen. Ja, da ist ein bisschen Metall und so. Aber hier ist auch nichts Steuerradiges. Da unten ist noch ein Schiff. Weiß nicht, ob wir da schon gescannt haben.
So, einmal hier wärmen, bitte. Was war das mit der Farbe? Ich glaube, da kamen wir, glaube ich, gar nicht rein. Ja, ich glaube, hier kamen wir, glaube ich, gar nicht rein. Ja. Mist, hier ging es, glaube ich, gar nicht rein in das Schiff. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier ist, ob wir das damals übersehen haben. Da glaube ich eher weniger, da gab es glaube ich nur die Farbe und so. Natürlich jetzt schwierig. Und ich glaube durch unser Schiff, da gab es glaube ich kein Steuerrad. Ach, schön wieder hier zu sein. Mann, ist das lange her. Wisst ihr noch, wo wir hier nur, weiß nicht, 40 Sauerstoff hatten oder so? Ja, hier vorne gibt es sowieso kein Steuerrad. Also hier sieht's, ja, hier ist kein Steuerrad vorhanden. Ach ja, wisst ihr noch, das war noch Zeiten, wo wir diesen von den Entwicklern aufgelegten Mist hier erstellt haben. Hier, das Ding hier, wisst ihr noch? Diese Kacke hier, so. Aber ich glaube, hier war auch kein Steuerrad. Hatten wir eigentlich hier drin noch irgendwas? Ach ja, und Frank. Unser Frank, der einfach weg ist. Ach ja. Schön wieder hier zu sein. Gott, unsere Müllecke, ein Traum. Hier ist noch ein Bauplan, den wir schon gelesen haben. Hier können wir uns aber ausruhen. Das machen wir doch mal. Komm. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch direkt mal schlafen legen. Ach, schön. So. Gut. Das heißt also, haben wir eigentlich noch was im Lager hier? Nee, haben wir alles mitgenommen. Siehst du, wir haben schon gut im Voraus gearbeitet. Könnte ein bisschen Nahrung mitnehmen, aber ist jetzt nicht so schlimm. So. Ach, guck mal, mit so wenig Sauerstoff angefangen und wie viel wir jetzt haben. 275, das Maximum. Aber Steuerrad, ich bin... Tja, lost in space, kann man wieder sagen. Das Steuerrad. Ich drehe völlig am Rad. Mit dem Steuerrad. Steuerrad. So, hier war die Schule. Hier gab es, glaube ich, auch kein Steuerrad. Ich weiß gar nicht, ob er... War das so, dass er irgendwas gesagt hat, wenn wir das Steuerrad gefunden hatten? Ich bin mir nicht sicher. Also unser Sprecher. Bin mir natürlich jetzt überhaupt nicht sicher. Oh, ich glaube, die Musik ist zu Ende. Ich glaube, die Playlist ist schon wieder zu Ende. Ist ja nicht schlimm. Wir machen einfach hier den hier. Oh. Nee, das ist kein... Hier, Galaxy. Das hört sich doch, glaube ich, ganz gut an. Das können wir mal nehmen. So. Ich weiß nicht, ob er mit uns immer gequatscht hat und gesagt hat, wenn wir in der Nähe vom Steuerrad waren. Ja, du, da la la, tralala, da ist was. Da ist übrigens auch was. Waren wir da schon? Da könnten wir, glaube ich, gleich mal hin. Ich würde vielleicht zur Not mal ein paar Sauerstoffkerzen basteln. Dann müssen wir zur Not ein bisschen was untersuchen. Weil da kann ich mich nicht entsinnen, dass wir da gewesen sind. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, brauchen wir dafür Alkohol für die Sauerstoffkerzen? Nee, für Medipack brauchen wir Alkohol. So. Gut, dann gucken wir mal. Können wir vielleicht auch gleich nochmal hier durchfliegen durch unsere, durch den kaputten Bereich hier. Ist nicht die schönste Basis, gewinnt jetzt nicht den Schönheitswettbewerb hier das Ding. Aber ja, Not macht erfinderisch, sagt man ja so schön, ne? So. Was wollte ich jetzt? Sauerstoffkerze, große. Nee, war doch richtig Gegenstände, ne? Titanbatterie Harz. Ja, Titan, Batterie Harz, Batterie, Titan und Harz, und damit baue ich mir eine Sauerstoffkerze, eine große. Guck mal, ein Zünder, ich weiß gar nicht, wofür der ist. Dies ist ein recht komplexes Gerät zur Kraftstoffverbrennung in kleinen Motoren. Es wird nur in Notfallmotoren verwendet, da die Gefahr besteht, dass etwas anderes in Brand gerät.
geraten wird. So, okay. Wir haben zwei Sauerstoffkerzen, das finde ich sehr schön. Zur Not können wir die einatmen. Passt jetzt gerade irgendwie mit dem Rausrennen. So, dann lass uns mal dahin düsen, wo das war. Das war da unten. Bevor wir jetzt hier rein donnern nochmal und nochmal da gucken, würde ich jetzt vielleicht hier nochmal untersuchen. Weil ich kann mich nicht entsinnen, dass wir da unten gewesen sind. Mag mich aber auch irren, weil wir jetzt schon so lange unterwegs sind. Ja, was wollte ich gesagt haben? Ja, ich habe tatsächlich die Folgen rüberkopiert auf die andere Festplatte. Habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Jetzt die andere Festplatte voll. Randvoll sind nur noch, glaube ich, 77 GB frei oder so, wenn überhaupt. Oder? Ja. Und, ja, da passt nicht alles mehr drauf. Das, also da ist jetzt empty, Ende, Sackgasse und so. Ja. Nee, hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ich kann mir nicht entsinnen, dass wir... Oh, was ist das denn hier? Lol. Waren wir hier schon? Das sieht aus wie irgendwie DHL im Weltraum. Ich glaube nicht, dass wir hier ein Steuerrad finden. Oh. Ja, hallo. Oh, veredeltes Metall. Da sage ich nicht nein. Umsonst. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? So. Hier gibt es auch wieder Gummi. Aber Gummi haben wir ja genug. So ist es ja nicht. Aber wenn wir schon hier sind und den unendlich Schaber haben. So, und wieder ein Schaber, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Komm her, Nahrung. Haben wir eigentlich auch genug? Ohne Ende. Also wir sind gar nicht so schlecht. Wir sind am Anfang tatsächlich einige Male gestorben. War nicht irgendwo noch Nahrung da? Klar, natürlich ein bisschen blöd hat durch mich aber auch. Aber wir mussten natürlich auch erstmal ins Spiel reinkommen und so. Und jetzt sind wir ja mittlerweile drin und so langsam kommt die Routine. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir das Steuerrad herbekommen. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Hier gibt es noch so viele Sachen zu entdecken. Da können wir auch nochmal irgendwo gucken, ob da vielleicht doch noch irgendwo was ist. Da vielleicht... Aber ich würde doch nochmal gerne hier unten durchfliegen. Das mache ich aber, glaube ich, von oben. So. Ja, ja, ja. Ich komme. Ich hatte ja in einer Folge schon erwähnt gehabt, dass ich mich ja so sehr auf dieses Elite Dangerous freue, das Update, dieses Odyssey Update, ne? Da ich ein großer Elite Dangerous Fan bin, habe ich jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr gespielt. Bin ich echt am Überlegen, ob ich davon, obwohl davon Let's Play, das ist ja auch so unendlich, davon Let's Play, ich weiß nicht, ob das interessant wäre. Oder ob ich das eher im Stream mache. So, Sauerstoff. Ich würde jetzt ungern eine Kerze benutzen, wenn wir schon in der Nähe sind. Ja, ob ich das vielleicht als Let's Play mache? So, einfach so zwischendurch, so wie Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator. Einfach so zwischendurch ein paar Folgen raushaue. Weil da geht es ja dann auch los, so mit Weltraum. Und man kann ja dann auch endlich aussteigen, was ich sehr feiere. So wie hier halt quasi so rumlaufen, dann ins Schiff einsteigen, wieder Missionen machen und... Weiß nicht, mal gucken. Könnte vielleicht spannend werden. Aber dann, wie gesagt, mal schauen. Möchte halt nicht zu viel machen, sonst komme ich nachher wieder durcheinander. So, Essen, Trinken haben wir ja irgendwo noch Platz gehabt. Alkohol kann hier mit rein. So, warte mal. Wir haben schon Plastik drin. Aha. Voll. Guck an. Da hatten wir, glaube ich, auch unsere Werkzeuge drin. Ja, okay. Dramatische Musik. Veredeltes Metall und Glühbirne kommt hier rein. Und Kabel hier vorne, wenn Platz ist, natürlich nicht. Dann packen wir es hier rein.
Lal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 a. Den Schaber brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Den hier. Theoretischerweise können wir den einfach in der Ecke lassen. So. Lala. Was wollten wir denn jetzt? Jetzt habe ich ganz vergessen. Achso, wir wollten Sauerstoff nur tanken und dann wieder zurück. Genau. Ja, durch den Tunnel. Ich komme. So. Dann lass mal gucken. Wir brauchen... Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich bin so doof. Achso, das Steuerrad, ne? Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, das ist unglaublich. Manchmal behalte ich mir ganz viele Sachen, manchmal vergesse ich aber auch ganz schnell Sachen. Ist hier ein Steuerrad? Hallo, Steuerrad? Ich drehe am Rad Steuerrad, ich nehme Metall mit. Diese Musik, ne? Ja, episch! Hier gibt es auch wieder Sauerstoff. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Für uns zumindest. So. Hallo Sauerstoff, mein alter Freund. Hello Sauerstoff, my old friend. I talk to you till the end. So. Oh, da singt der Chor schon in meine Ohren. Da waren wir übrigens, glaube ich, noch gar nicht, ne? Da unten so die Ecke. Ich weiß nicht, ob hier was Interessantes überhaupt ist, so. Da vielleicht, weiß nicht, ist da was Interessantes? Na, sieht jetzt nicht so spannend aus, glaube ich. Nee. Nö, da ist nichts Tolles. Ja, ich fliege mit meinem Moped durch den Weltraum und das macht sehr viel Spaß. Ja, 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 ja. Steuerrad. Hier war, glaube ich, für den Staubsauger die Sache, ne? Hier gibt es kein Steuerrad. Okay, da ist nur... Das, glaube, das hatten wir schon mal untersucht. Das ist, glaube ich, so eine Postkarte, ne? Gut. Ich komme gerade so ein bisschen vor wie Fluch der Karibik. Lala, 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 lala. Dom, 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 da, dom. Da unten ist auch noch so ein Schiff. Und dann würde ich hier einmal durchdüsen. Aber ich glaube, hier gibt es auch, glaube ich, kein Steuerrad. Ne, sieht nicht so aus. Ah, Mist. Und ich starte... Hui! Hier so abgeschossen zu werden. Boah, ich habe das einmal mit der VR-Brille der PlayStation gemacht. Habe ich hier dieses... Ah, wie hieß denn das? Eve Valkyrie, glaube ich, hieß das. Was ja damals nur für die VR war. Diesmal ist es ja mittlerweile, glaube ich, auch für alles. Und No Man's Sky. Boah, No Man's Sky in VR ist aber auch so großartig. Das ist einfach so ein ganz anderes Gefühl. Hier ist auch ein Schiff. Ist einfach so ein unglaubliches Gefühl, sowas in VR zu erleben, ne? Aber warum... Was ist das denn? Aufbrechen? Oh, ist das Farbe? Nein, das ist Honig. Warum nehme ich Honig mit? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich irgendwann nochmal Honig. Honig! So. Kein Steuerrad. Auf der Suche nach Steuerrad. Wird er es finden? Im Weltraum, lost in space. I'm not sure about its initial purpose, but we can secure the plating with it. Immer wieder in der Versuchung, weiterzukommen. Auf der Suche nach Steuerrad. Im Weltraum, alleine mit Chuck Norris. Was?
Ah, scannen, warte. Ich scanne. Schutzabdeckung. Oh. Hallo, was ist denn hier los? Neutralisieren. Ein Mob. Aha. Und Nahrung. Ja, ich untersuche den Mob jetzt mal nicht. Ist jetzt nicht so spannend. Trotzdem brauchen wir jetzt gleich eine Sauerstoffkerze. Schade, ich habe gedacht, wir haben irgendwas entdeckt. Ja, auf der Suche nach Steuerrad. Steuerrad! Jetzt im Kino. Gut, nehme ich mal. Und ja, so viele Sachen noch zu entdecken. Hier oben auch noch. Ich würde tatsächlich mal dahin fliegen. Irgendwo muss es ja ein Steuerrad geben. So. Da unten weiß ich gar nicht, ob wir da schon waren, diesem weißen Teil. Hier sind so viele Orte, die wir noch besuchen können. Da war, glaube ich, das mit der Mayo, ne? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte sein, dass wir da waren. Kommt mir so neu vor. Aber ich würde, glaube ich, erstmal dahin düsen. Weil wegen Sauerstoff und so. Da würde ich, glaube ich, gleich mal hin oder so. Hier so in den Bereich. Oder beziehungsweise, ich denke, in der nächsten Folge, weil wir jetzt schon wieder über 20 Minuten, Mann, ich vergiss die Zeit immer wieder. Ah, traurig. Traurig, aber wahr. Ja, Gefahr. Ja, Gefahr. Ach, hier ist der Dings. Oh, huhuhuhu. Dann würde ich mal hier unten reinfliegen und mir Sauerstoff nehmen in der Station. Wir kommen doch hier rein jetzt, ne, oder? Moin, moin. Puh, wir retten uns einfach mal im Militärmodul und würden sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei Brief Edge und dann schaltet ihr wieder ein, denn, ja, ich hoffe mal, dass wir irgendwie mal das Steuerrad finden. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.